Hallo, ihr Motorradverrückten. Heute zeige ich euch, wie man den Vergaser der Honda CX500 fachgerecht wieder zusammensetzt. Und bevor es losgeht, schauen wir mal, was wir an Werkzeug benötigen. Und zwar brauchen wir einen schlanken Benzinschlauch. Ich brauche hier mein Inbus-Werkzeug, weil einige Schrauben durch Inbus-Schrauben ersetzt wurden. Wir brauchen einen Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2, mehrere Schlitzschraubendreher. Wir brauchen einen Gabelringschlüssel in 7 mm. Den drum brauchen wir nicht mehr, der ist noch von der Montage hier. Wir brauchen, wenn ihr irgendwo schauen wollt, eine kleine kräftige Taschenlampe. Und natürlich haben wir hier schon ausgepackt und auf dem Tisch verteilt einen ordentlichen Reparatursatz. Auch das Aircut-Ventil ist neu. Ein Silikonspray ist ganz gut, dass das ordentlich flutscht. All diese Dinge findet ihr in der Videobeschreibung. Bitte schaut auf alle Fälle in die Videobeschreibung hinein. Wenn sich später mal noch eine Information zu diesem Vergaser ergibt, dann kann ich das dort ergänzen. Oder wenn ich mich vielleicht mal versprochen habe oder irgendwas falsch erklärt habe, habe ich die Chance im Nachhinein, euch das dort noch zu erklären. Dazu wird öfter die Frage gestellt, wie ist es eigentlich, verdient der Vergaseronkel denn damit Geld? Das ist das Coole, wenn ihr die Affiliate-Links in der Videobeschreibung nutzt, um euch eure Teile zu bestellen. Kostet euch das keinen Cent mehr als bei einer normalen Bestellung, aber ihr unterstützt damit unseren Kanal beim Erhalt und beim Wachstum und einen Shop mit fantastischen Bewertungen. So, bevor wir richtig loslegen, prüfe ich den Durchgang für diese zwei Luftkanäle dort unten drinne. Und zwar bekommen dort die primäre und die sekundäre Hauptdüse Luft zum Vormischen am Düsenstock. Die Luft wird hier vorne eingesaugt. Das ist also hier eine große Öffnung. Das geht hier glatt durch. Hier sitzt ein kleiner Kunststoffdeckel drüber gleich. Also, ich setze das hier gerade auf und puste einfach mal durch und horche, ob die Luft da auch durchgeht. Tut sie, wunderbar. Dann können wir loslegen. Im Reparatursatz enthalten ist ja auch der Zerstäuber für den Düsenstock der Sekundärdüse. Den hatte ich im Demontagevideo gar nicht herausgebaut. Der ist nicht immer mit dabei. Ich zeige euch das mal. Wenn man jetzt hier reinschaut, sieht man den dort sitzen, fantastisch. Da, genau dort sehen wir ihn. Der wird also einfach nur von oben nach unten herausgedrückt. Das mache ich jetzt hier mal. Oh, das geht auch recht leicht. So, und dann fällt er hier unten raus. Wichtig dabei, das müsst ihr wissen, der hat zwei Seiten. Schaut mal. Diese Seite ist so etwas offen und diese hier ist etwas geschlossener. Ihr seht, was ich meine. Diese offene Seite gehört nach oben in den Vergaser hinein. Und hier sitzt der Düsenstock dran. Das heißt also, ich nehme hier das Neuteil, drehe das richtig rum und das kommt jetzt so mit dieser offenen Seite hier hinein. Zack. Und jetzt kann ich hier den Düsenstock nehmen und montieren. Damit drücke ich das dann hinein. Die Hauptdüse ist ebenso im Reparatursatz enthalten. Hier ist, kriegen wir das hier eingefangen, original steht hier an der Seite die Düsengröße drauf. So, da sieht man es. Und auf der Düse vom Reparatursatz steht hier oben drauf. Ja, ist die eingeschlagen. Da müsst ihr also mal schauen, aber das sieht man. Das heißt also, ich schraube die alte Düse hier schnell herunter. Die hatte ich ja gelockert und die neue schon mal einfach handwarm hier rein. Und dann kommt der Düsenstock hier in diese Montageöffnung. Ich habe alle bereits mit Silikonspray eingesprüht. Und jetzt brauchen wir den 7 mm Gabelringschlüssel. Moment, muss ich gucken. Hier habe ich ihn. So. Und jetzt wird das hier festgeschraubt. Achtet beim Festschrauben bitte darauf. Das ist ein recht weiches Material und auch nur ein kleines Gewinde. Also übertreibt es bitte nicht. Ja, nach fest kommt ab. So, und jetzt halte ich hier fest und befestige gleich die Düse nochmal ordentlich. So. Und dann hätten wir diesen Part erledigt. Als nächstes benötigen wir den Düsenstock von der primären Hauptdüse. Das ist der, dieser lange, schlanke. Der kommt hier vorne hinein und wird jetzt hier ganz nach unten hereingeschraubt. Er sitzt ja also ziemlich tief unten drin. Und über diesen Düsenstock kommt dann die primäre Hauptdüse. Können wir bitte mal hier hinten schauen. Das ist die originale
Und auch hier war im Reparaturset eine neue mit dabei. Natürlich verbauen wir dann ja auch die neue. An diesem Montageplatz hier oben drüber. Die Leerlaufdüse sitzt hier drinnen, die kann nicht demontiert werden, die ist also noch drin. Die könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch mit dieser Schlauchmethode einmal durchpusten. So. Sitzt. Und ganz wichtig, hier muss noch der Gummistöpsel hinein. Wenn der nicht mehr dicht ist, man kann versuchen, den im Benzin aufquellen zu lassen. Ansonsten, der hier sitzt noch ordentlich. Ansonsten braucht ihr einen neuen, verlinke ich euch mit. Rausfallen kann der nicht. Der wird von dieser kleinen Nase hier in der Schwimmerkammer sozusagen festgedrückt, aber er muss trotzdem dicht sein. Gut, weiter geht's gleich mit dem Schwimmer. Ganz wichtig zur Info für euch, das ist das alte Schwimmernadelventil und das ist das neue. Bitte nicht erschrecken, das ist korrekt so. Ja, dieser kleine Drahtbügel hat eigentlich nur den Zweck, dass die kleine Gummispitze nicht anklebt, dass also das Nadelventil zwangsweise immer mit geöffnet wird, wenn es jetzt nicht hinterherfällt. Das war im Reparatursatz, ist völlig in Ordnung, technisch absolut okay und wird jetzt hier auch montiert. Das kommt also hier schon hinein. Und da drüber kommt der Schwimmer. Und der Schwimmer wird befestigt mit der kleinen Achse. Die ist hier durchgesteckt. Das muss alles ganz leicht gehen. So, das wird am Ende vom Schwimmerkammerdeckel festgehalten. Es ist also hier nicht weiter arretiert. Ihr könnt schauen, ob das alles leichtgängig ist. Und ihr müsst natürlich den Schwimmerstand noch einstellen, zumindest kontrollieren. Ich weiß, wenn diese Ventile unterschiedlich sind, also die eigentlichen Nadeln unterschiedlich aussieht, sollte man auf alle Fälle nochmal korrigieren. Den Sollwert vom Schwimmerstand schreibe ich euch wie immer mit in die Videobeschreibung hinein. In den Schwimmerkammerdeckel haben wir schon eine neue Dichtung hereingelegt. Die hier ist ein bisschen widerspenstig. Deswegen sprühe ich das dann alles mit Silikonspray ein und mache das lieber so, dass ich versuche, die hier gerade zu halten und den Vergaser aufzusetzen. Und dann kann man ganz gut schauen, ob sich das hier auch richtig hineinsetzt. Ihr seht das ganz einfach. Hier sieht man jetzt deutlich, hier ist ein großer Spalt. Das stimmt noch nicht. Da müssen wir also nochmal probieren. Das mache ich also nochmal. Also hier lieber einen kleinen Moment Geduld, so dass das hier alles ordentlich ineinander passt. So, zack, so sieht es aus, wenn es richtig ist. Und dann könnt ihr das wieder rumdrehen. Die Schwimmerkammer wird mit diesen drei Schrauben, 1, 2, 3, wieder befestigt und verschlossen. Und dann geht es hier gleich weiter mit der Gewichtsschraube. Die Gemischschraube sieht komplett montiert so aus. Hier nochmal die alte für euch im Einzelnen. Die Gemischschraube selbst, darauf steckt eine Feder, darauf eine kleine Scheibe und darauf ein O-Ring. So sieht es montiert aus. In die Montageöffnung habe ich schon Silikonspray gesprüht und jetzt mache ich das so. Ich stelle den Vergaser so hin, dass ich hier waagerecht montieren kann, dass also im Fall eines Falles die Scheibe und der O-Ring nicht einfach planlos herunterfallen und irgendwo hängen bleiben. So, jetzt wird es eingeschraubt. Und zwar bis auf den Anschlag. Dort bitte vorsichtig machen, das ist nur eine kleine Schraube, empfindliches Gewinde. Anschlag und dann gibt es eine gewisse Anzahl Umdrehungen, die wieder herausgeschraubt werden müssen. Das ist dann die Grundeinstellung. Das schreibe ich euch wie immer in die Videoinformation mit herein. Gemischschraube ist montiert. Wir machen jetzt hier an der Seite weiter mit dem Aircut-Ventil. Das Aircut-Ventil sitzt hier seitlich am Vergaser. Das alte war nicht mehr tauglich, deswegen haben wir hier ein neues besorgt. Auch das findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Das muss hier ordentlich mit seinem Rand in der Nut sitzen. Dann gibt es hier noch eine wichtige Information zu, wenn wir bitte hier unten schauen, zu dem kleinen O-Ring. Und zwar hat er eine rundliche Seite und eine etwas kantigere Seite. Die, hier sieht man das sehr schön, jawohl, die kantige Seite kommt in den Vergaser herein und die rundliche guckt uns sozusagen an. So werde ich das jetzt hier mal einsetzen und zwar hier in diese kleine Öffnung mit diesem Bund, mit dieser Vertiefung. Da muss dieser O-Ring herein, genau, der sitzt dann dort auch ordentlich. Und jetzt kommt diese kleine kräftige Feder hier genau mittig draufgesetzt und der Deckel drauf.
In dem Deckel gibt es hier so einen kleinen runden Nippel, der die Feder also festhält. Da muss die hinein. Super. Alles fallen gelassen. So und so. Und jetzt müsst ihr hier ganz ordentlich drücken, dass das ordentlich angesetzt ist. Schauen, dass die Schraubenlöcher getroffen sind. Und wir nehmen hier selbstverständlich gleich schicke neue Inbusschrauben, damit wir beim nächsten Mal uns nicht mit diesen butterweichen Kreuzschlitzschrauben abkämpfen müssen. Beide hereingeschraubt, schön festhalten, die Feder drückt ganz ordentlich von unten. Und dann ist der Deckel verschlossen und es geht auf der oberen Seite gleich weiter. Ebenfalls im Reparatursatz enthalten war eine neue Teillastnadel und auch dieser kleine Verschraubungsstopfen. Das montieren wir jetzt in den Schieber. Und zwar kommt die Teillastnadel mittig in den Schieber hinein. So, und dann kommt hier die Verschraubung herein. Zack, die muss jetzt festgeschraubt werden. Das mache ich jetzt eben. Und die hält also die Nadel fest, dass die Nadel nicht verrutschen kann. Und das Ganze wird verschlossen mit diesen kleinen Nylonstopfen. Das ist ein ordentlich langes Gewinde. So, fest. Der Nylonstopfen kommt hier hinein. Der sitzt ordentlich straff. Damit ist der Schieber montiert. Der bekommt jetzt hier ringsrum ein bisschen Silikonspray, dass das hier alles ordentlich gleitet. Auch hier oben an den Dichtflächen für, das ist ja quasi ein Unterdruckkolben, ja. So, den legen wir kurz beiseite, denn wir müssen hier oben noch etwas vorbereiten. Diese kleine Führung, die auch die beiden Luftkanäle abdeckt, kommt hier hinein und wird mit der Kreuzschlitzschraube hier festgeschraubt. So. Und dann muss dieser Kunststoffring noch hier herein. Der hat hier eine kleine Nut am Rand. Sieht man das? Jawohl, man sieht das. Wenn der hier drin sitzt, also bitte nicht falsch rum, hier oben ist er glatt, hier hat er diese Nut. So muss er drinnen sitzen und damit ergibt sich dann quasi hier ein kleiner Zwischenraum, wo der Rand vom Deckel drinnen sitzt. Damit ist das also abgedichtet. Jetzt mache ich ja auch noch Silikonspray herein. Und jetzt schaut ihr einfach, dass diese Nut vom Schieber hier auf diese Nase von dieser Führung greift. Und unten muss die Teillastnadel natürlich in die Düse reinpassen. Ja, und dann kann die Feder hier drauf. Der Deckel ist schön sauber geworden. Hier kann man gern mal durchpolieren nach der Reinigung noch. Auch hier innen und außen Silikonspray. Und dann kommt der Deckel auch schon drauf. Die Feder muss hier drauf sitzen. Ja, das seht ihr jetzt nicht, wenn ich das hier rumdrehe. Die Feder muss da drauf sitzen. So. Ja, dann wird der Deckel montiert. Und noch bevor ich den festschraube, greife ich hier rein. Ja, hier. Dort mit dem Finger. Da sieht man ja den Schieber. Und bewege den Schieber und schaue, ob der auch wirklich, ja, man sieht es so ein bisschen, jawohl, ob der auch wirklich schön leichtgängig ist. Ist er. Also die beiden Schrauben herein. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Vergaser der Honda CX500. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Wenn es Fragen gibt, schreibt das gerne in die Kommentare hinein. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like für das Video und ein Abo von dir. Ich wünsche viel Erfolg beim aktuellen Projekt und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.